Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Counter-Strike alleine. Ich wurde gebeten, wieder mal Counter-Strike zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich viel bringe, weil ich habe, um ehrlich zu sein, nicht allzu viel Bock auf Counter-Strike. Ich wollte eigentlich gerade die Runde gerade aufzeichnen, aber das hat irgendwie alles nicht funktioniert, weil ich wieder auf 4 zu 3 spiele und dann musste ich jetzt erst irgendwie mein Bild strecken. Und dann hat gar nichts mehr funktioniert. Wir haben Unentschieden rausgeholt in der letzten Runde. Und ja, jetzt bin ich Silber Elite, weil ich schon so lange nicht mehr gespielt habe. Ja, ich habe gerade eine Kiste bekommen. Aber ich habe kein Geld, um die zu öffnen, glaube ich. Wo sehe ich meine letzten Spiele? Ihre Spiele da. Das habe ich gespielt, gerade eben auf Inferno, Unentschieden. Mit 21 zu 21. Ja. Ich habe gerade vorhin jemanden einen Kommentar hinterlassen, weil ich am Anfang super, super reingesackt habe. Und zum Schluss ging es dann besser. Holy shit. Und ich würde gern wissen, ob der mir zurückschreibt. Ich weiß es aber nicht. Ja, ich habe zwei Kisten vorher aufgemacht. Einmal so eine Stockholm-Kiste, da habe ich die draus bekommen. Und dann habe ich eine Danger Zone-Kiste, glaube ich, aufgemacht. Und da habe ich eine SG draus bekommen, die da. Ne, die da. Da steht sogar neu. Jetzt gucken wir mal nach meinen Skins. Nein, ich will nichts aufwerten. Warum bin ich immer auf Aufwerten? Ich bin so ein Idiot. Glock, habe ich nichts Geileres. Silica natürlich. Die Deagle. Da habe ich die. Okay. Okay. MPs. Nix, nichts Interessantes. MP7. UMP, ja. Die habe ich sogar in einem Video gezogen. Da habe ich nix. Da nix. Ja, die Neo Noir hätte ich eh nie ausgetauscht. Die habe ich von Kuma. Gleich wie die BB Bison High Roller. Die habe ich auch von Kuma. Da. Da habe ich gar nichts. Die habe ich, glaube ich, auch im Video gezogen. Ich habe keinen AK-Skin. Oh shit. Ja. Was habe ich aktuell ausgerüstet? Die Dead Ragnar in der Gefahr. Okay. Naja, dann ist die andere ja unwichtig. Nova. Ja. Okay, so, und jetzt will ich mal was überprüfen. CSGO-Spiel. Ah, deswegen. Ich habe Premium drin gehabt. Ah. Okay. Langes Spiel natürlich. Und dann los. Ich hoffe, ich höre mich nicht zu müde an. Es ist 4:04 Uhr morgens. Oh, wartet kurz, bevor ich es vergesse. Erstmal schön die Softboxen anschalten. So, ja, und es kann sein, dass ich hart anfange zu tilten, weil Counter-Strike alleine, Silberbereich, Counter-Strike regt mich generell hardcore auf, weil, sagen wir mal so, ich hatte eine ewig lange Pause, dann habe ich CS sogar deinstalliert, dann wurde ich nochmal dazu überredet, es zu installieren. Und mein letztes Mal habe ich am 12.09. gespielt. Bis auf das Match, das ich gerade eben vorher gespielt hatte, wo die Aufnahme abgekackt ist. Und ja, ich bin aktuell nicht mehr so into Counter-Strike. Liegt aber, ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil mein Main-Account gesperrt ist. Ich zeig's euch mal. Es ist halt echt nervig. Hier. Das ist mein Main-Account.
Und ihr seht, ich bin seit 1832 Tagen gesperrt. Ja. Was will man machen? Es regt mich hart auf, dass es gesperrt ist, dass er gesperrt ist. Ich würde so unglaublich gerne wieder mit meinem Main-Account spielen. Da habe ich nämlich auch Skins, die ich gern habe. Wir können ja mal kurz mein Inventar durchgehen. Das wird, by the way, wieder ein etwas längeres Video von mir. Warum ich das Video aktuell aufzeichne, kann ich euch ganz easy sagen. Okay. Es leckt nur das Overlay, okay. Das liegt einfach daran, dass ich im Moment nicht weiß, was ich bringen soll. So. So, angefangen. Ja, hi, raus da. Danke. Anfangen tut's halt mit der Water Elemental Glock. Dann habe ich noch eine AK Case Hardened. Ich habe eine M4 Masterpiece. Eine AWB Redline Stat Dragon Einsatz erprobt. Messer habe ich. Eine Desert Eagle Kumicha Dragon. Das sind halt alle Skills, Skills, Skins, die ich mag. Aber leider hat Counter-Strike gesagt, beziehungsweise Faceit hat gesagt, nein, du wirst gesperrt. Und ich weiß nicht wieso, weil ich habe nichts getan. Man sieht ja in meinen Videos, dass ich habe Videos von 2017 auf meinem Channel, aber Hauptsache ich cheate. Das hat mich sehr aufgeregt und leider werde ich auch nicht entbannt. Ich schreibe den Support, ich schreibe wirklich, seit ich gesperrt bin, jede Woche. Aber das bessert sich irgendwie nicht. Und ich werde spielen wie der reinste Anfänger. Ich muss unbedingt mein Crosshair ändern. Ich glaube, das Crosshair ist mitschuldig dran, dass ich so unglaublich schlecht treffe. Und natürlich die Skins, die es jetzt gibt. Scheiße. Ich mache das mit dem Crosshair jetzt ganz kurz. Count. Wow, jetzt habe ich im Chat geschrieben. Counter-Strike. Es leckt wie Sau. Geil. Hello guys, I could be. Ich kann mit dem Crosshair nicht, das sehe ich jetzt schon. Keiner meiner Mates redet. Und ich kann mein Crosshair gerade nicht ändern. Alter, man hat's glaube ich gesehen. Ich muss das gleich machen, ich muss raussteppen. Dafür. Ich depp jetzt schnell raus. Dann seht ihr das sogar. Tut mir leid, jetzt bin ich erstmal AFK. Counter-Strike Crosshair Generator. So. Das passt so. Das machen wir ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr zusammen, ein bisschen kleiner in Purple. Oder so, oder blau. Zack, Counter-Strike. Do not be afraid. Let's go.
Oh Gott. Ich muss das noch ein bisschen mehr zusammen machen. Und noch ein bisschen dunkler. Aber naja, dann seht ihr mal, wie ich mein Crosshair so anpasse. Krank. Schon wieder long. Dann gehe ich jetzt mal über Short. Ich gehe über long. Scheiße. Zack. Und noch enger, enger. So, das sollte jetzt genügen, glaube ich. Sieht schon besser aus. Scheiße. Ja, komm, ein bisschen größer kann noch. Ein bisschen. Zack, um eins. So. Ja, leckt jetzt. Warum leckt die Aufnahme? Oh. Ein bisschen dicker könnte eigentlich noch kommen, ein bisschen dicker noch. Ja. So, das sollte jetzt aber genügen. Natürlich versteht man die Leute da hardcore. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie es so ist mit Facecam. Und vielleicht bringe ich Counter-Strike ja auch ein bisschen öfter. Es kommt halt immer drauf an, wie viele wir sind, weil ich sag mal, zu zweit habe ich nie Bock auf Counter-Strike. Oder sehr wenig Bock. Und ja. Ich bin halt at the moment scheiße und müsste erstmal wieder ein bisschen besser werden. Und natürlich spiele ich auch viel Hand in letzter Zeit, aber Hand kann ich leider nicht aufnehmen, dafür ist mein Rechner zu schlecht. Ich hasse es. Ohne Spaß, egal wie ich renne, ich werde immer geblockt in dem Game. Wir haben bisher noch nicht einmal versucht, nach B zu kommen, ne? Und jetzt wird gar nichts mehr gecallt. Ja, und die rennen, crouchen sich hin und schießen instant. Man kann halt in dem Spiel kaum was überleben. Man wird ultra langsam und meine Reactions sind halt einfach nur für den Arsch mittlerweile. Die sind so im After. Und Sniper kann ich hier auch nicht unbedingt gut spielen, solo, weil ich sag mal so, ich bin am stärksten mit der Sniper, wenn ich mit anderen zusammenspiele. Und natürlich kann ich mir dann halt auch ein bisschen mehr von der Rückendeckung erhoffen, ne? Sehr schön. Free shot. Ja, und dann kommt mir natürlich eine AWP entgegen, die zu CD geht, anstatt am Spot zu bleiben. Sowas halt.
Die Runde wird absolut schrecklich werden. Wenn ich Counter-Strike öfter hochladen werde, werde ich natürlich eher darauf achten, dass ich nur Wins hochlade. Aber ja, das Video, das soll jetzt auch ein bisschen informieren bezüglich dem Status des Let's Plays, ne? Ja. Und das war es eigentlich auch schon. Ich glaube, wir sollten mal mehr A gehen, weil die nicht B gehen. Und ich finde, das Spiel fühlt sich unglaublich langsam an. Ein bisschen sehr slow. Und die Softboxen stören Nee, halt ein du bisschen rauf, meine Spick. Sicht. Ah, jetzt, wo ich nicht auf B gehe, sind die auf Nicht auf B. Rollhack? Alright, und dann gebe ich nur 59. Aber irgendwie wissen die, wo wir lang gehen. Come on, it's time to fuck them. I think they know where we go. Aha, jetzt sind die natürlich wieder long, jetzt wo ich B bin. Yeah, long call. Good job, man. Short last. Ich bin dir jetzt mal absichtlich Good nicht job. gerusht. Ihr könnt mir auch sagen, ob die Position der Kamera gut ist, sonst kann ich sie unters Geld machen. Ich wollte aber hier nicht den Killfeed stören, ich wollte unten am Rand auch nichts stören. Oh, nice. Easy. Und deswegen habe ich es jetzt einfach so unter dem Killfeed über die Waffen drüber geklatscht. Ja, komm, block mich Because noch mehr. Biggie. Da war ich drauf. За синий коробку low HP. One abordane. Минус 96. Abordane левый B. Пит. One short. One pit, one short. Das war mehr als nur eine Spätreaktion. Alter, ich bin halt so schrecklich schlecht mit der Pistole. Irgendwie sind die Gegner in dem Game unglaublich mini klein und weit weg. Also Sichtprobleme sind krass da. Ich versuch's mal mit Brille.
Ich versuch's jetzt mal mit Brille. Und vielleicht ein bisschen näher. Top mit, AWP. Scheiße. Ich habe halt kein Headset, das für Brillen gut ist, glaube ich. Box one, Box. Sieht zwar jetzt echt komisch aus, aber was soll's. Two more long. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es an der Brille liegt. Ich setze ihn mal wieder ab. Fuck me, sorry. Also im Moment fühle ich mich halt wie so der übelste Anfänger. Oh Gott, das war unlucky. Warum hat er nicht weiter defused? What? Also ich glaube, der eine, der hätte längst durchdefusen können. Längst. Flash mit. Gobi, Green, Gobi. Irgendwie war mir klar, dass hinter der. Ich hätte einfach durch die. Ich hätte eigentlich einfach pre-fire sollen. Good job, Yellow. Aber ich bin echt vorsichtig, good was job. Ich bange, weil ich weiß ja nicht, wodurch ich gesperrt worden bin auf meinem Main-Account. Thanks for the drop. No problem. Aber man sieht, ich bin jetzt, hab jetzt wieder ein bisschen gebraucht und jetzt bin ich wieder so ein bisschen mehr drin. Short. Flash mid. Nice, guys. Heiß. Alter, manchmal. Nice.
Ups. Dass man mit E das Kaufmenü aufmacht, regt mich auch auf. Tut mir by the way leid für den Rauch vor der Cam. Aber naja, mein Aschenbecher steht halt direkt dort. Kehr und Short. Also jetzt spiele ich gerade wahrhaftig wie ein Silber. Aktuell bin ich schon in der richtigen Elo. Obwohl wir gerade vorhin gegen LEs gespielt, gegen einen LE gespielt haben, wo wir einen Unentschieden rausgeholt haben, wo ich Silver Elite wurde. Short, one shot. Scheiße. Minus 58 on short. Fuck. One more short. Guys, bomb short. One long, one short. By the way, die beiden Pulls werde ich euch reinschneiden. Ganz zum Schluss vom Video. Ich habe das nämlich ja aufgenommen, wo ich gepullt habe. Das Pullen ist aber noch auf 16 zu 9. Nice. Weil ich mich halt mitten in der Runde dazu entschieden habe, dass ich... Weil ich mich mitten in der Runde dazu entschieden habe, wieder auf 4 zu 3 zu gehen, einfach weil es hübscher aussieht. Und alles ist so dünn und hässlich. Naja. Naja, ich bin ja gespannt, was ihr zur Cam sagt. Und zur generellen Qualität. Klar, am Anfang hat es jetzt ein bisschen geleckt, weil ich die ganze Zeit rein raus gedeppt bin. Aber jetzt habe ich das Crosshair, ja. Und alleine bin ich halt super leise. Mit Bombe. Drin. Mit. I aim at the bomb. Alter. 8 zu 6 finde ich echt scheiße. Naja, hoffentlich komme ich bald wieder, werde ich bald wieder ein bisschen besser, sollte ich mehr spielen. Das würde ich echt super nice finden. Holy shit. Scheiße. Ja, ich war leider schon gut angehittet von einem komplett komisch rushenden Typen.
I was looking in the map. Aber ey, 7-2-11, immerhin. Oh. Naja, wenigstens geht 2. Wenigstens geht das 2 mittlerweile okay. Früher hätte ich das nicht mal mit dem Handschuh angegriffen. He's going B, blue. Warum rennt denn der die ganze Zeit im Scope rum? Schott. What the fuck, sorry. He is Thanos. No time. Der hat noch genug Zeit. Safe. Oh my god. У меня тоже АВП. Nice. Good job. Лучше. Gold blade, my friend. Mein Ohr juckt. My EVP is magic. It's magic. You agree? Ich finde halt die Skins. Yes, blue. Ich finde halt die Skins echt komisch. Viele Skins sind für mich als farbenschwächender Typ echt Farbenschwächling echt scheiße. Da gibt's so einen grünen Skin für die TS, der ist echt schlimm. Und der sieht halt aus wie so ein Yakuza-Macho aus irgendeinem Yakuza-Anime-Game. Too long. City, blue. Nice, blue. 1 mid. Scheiße. 15 in 1. Wo habe ich denn den getroffen? Bobby. Don't leave the bomb. So einen Fehler haben wir vorhin auch gemacht. Da hatten wir die Bombe als CDs. Und ja, alle dachten sich dann, jo, ich such dann mal den letzten. Und auf einmal 15 Sekunden vor Rundenende hat er geblendet. Weil alle die Bombe verlassen haben und ich war halt tot. Und ich dachte mir schon, so bleibt halt einfach bei der Bombe. Das ist euer Job. I don't have flat. I have a dig. Long pushing. Плент, поставьте, пожалуйста. Oh my god. I'm so good. No! Das schaffe ich nicht mehr. Sorry. Schade. Ich brauche unbedingt wieder einen AK-Skin. Ohne Spaß. Ohne AK-Skin geht gar nicht. Wie viel Geld habe ich denn? Ohne Spaß, das Overlay funktioniert mit Counter-Strike ja gar nicht mehr. Wow. Don't pick orange, don't pick. One more side. Das war Luck. Nice. Und zwar Luck only.
68 in 2. Meiner 68. Der Peak war, der Peak hätte nach Skill aussehen können vorher bei Long. War es aber nicht, das war purer Slack. Aber er hätte nach Skill aussehen können, wenn man gewollt hätte, ja. Mit ganz, ganz viel Fantasie. Lol, Leute, was haben sie denn da gemacht? Long, brother. Don't be afraid. Alter, bin ich schlecht. Ich habe alles in die Sandsäcke und in die Wand hinten reingedonnert. Aber ich kann sprayen halt gar nicht mehr, ne? Und mein generelles Gameplay ist, glaube ich, übelst Silver. Und ich war mal LE, ja, im Matchmaking. Und in Wingman war ich Supreme. Warum habe eigentlich immer ich die Bombe? Ich will die Bombe nicht haben. Sorry, bro, sorry. Alright. Das war Absicht, safe. Schicke. Mit ziemlicher Sicherheit war das absichtlich. Thank you. Also ich glaube, der Teamkill war mit purer Absicht. Orange, sorry, bro. I wanted to grenade the enemy on the secret. Was steht da? Keine Ahnung. Care long. Ich dachte, ich hätte gerade einen Kill gemacht. Fire in the hole. Sure. Das war safe, nicht der. Killchen. Oh, long, guys, long. Take the ball. Nice. Good job, Raigiri. Thanks. Well played, man. Wie auf einmal leise war, er hat nicht damit gerechnet, dass ich ihn antworte. Golong, er flash. Das Spiel kommt mir aber ein bisschen lag in der Aufnahme vor. Es sieht auf alle Fälle bei mir flüssiger aus, als es in der Aufnahme so aussieht. Easy kill. 1, 2, 3, now. Pow. Maybe car, check car. Nice. Short. Alter. Der hat ja gar nichts realisiert, gerade dass er von links beschossen wird. Fuck me!
short ist es. My fault, guys. Das gewinnen wir aber, wenn wir jetzt nicht einen absoluten Troller haben, der uns jede Runde kostet. Am Anfang ging gar nichts und danach hatten wir auf einmal ein bisschen ran. Positiv werde ich nicht mehr, neutral werde ich auch nicht, ich werde negativ bleiben. Aber ja. Und nach der Runde ist dann auch schon wieder vorbei. Yeah. Das ist immerhin schon 4 Uhr 42. Ich spiele ja eigentlich immer super gerne AWP. Let's do a B-Bush. Yeah, maybe B-Rush. See this. Genau, so muss das aussehen. Kollateralschäden, aber man ist drauf. Und da bin jetzt ich der Kollateralschaden. Aber ist okay, solange wir die Runde gewinnen. Good job, guys. Thank you, man. War ein mittelguter Push. Ich spiele jetzt Glaskanone. Those hits also were amazing. You agree? Ich hab den nicht mal verstanden, wozu ich agreeen soll. Also eher weniger. Easy kill. Cover me short. Really? City goose. Scheiße. GG, guys. Das war jetzt nicht unbedingt gut von mir. Und kein Uprank. Schade. Ja. Das war eine Runde Counter-Strike. Ich hoffe, ich kriege meinen Account irgendwann wieder zurück. Ich glaube aber nicht. Warum sollte man mich auch entbannen? Würde gar keinen Sinn ergeben. Für die, weil laut deren Overwatch-System, wo jeder 10-Jähriger spielen kann, weil Steam halt auch kein richtiges Alterssystem hat, da kann ja jeder ne, Overwatch machen. Bald mal. Ich kann jetzt auch schon Overwatch machen. Wie ging denn das überhaupt? All ihre Spielerstatistiken an einem Ort. Wo konnte man Overwatch machen? Heruntergeladen. Da habe ich ein paar heruntergeladen, okay. Möchten sie spielen? Inventar. Haben die Overwatch rausgemacht? Das wäre echt schade, weil dann haben die Overwatch zu spät rausgemacht. Weil ich bin gebannt worden durch Overwatch-Bann. Ich habe nämlich keinen VAC-Bann, sondern Spielausschluss. Und wenn ich bei Counter-Strike Online gehe, steht da halt durch Overwatch ausgeschlossen. Kannst du euch ja mal zeigen. Einfach, weil ich's kann. Dafür mache ich aber mal ganz kurz mein Bildschirm aus. Zack. So, dann muss ich gleich kurz mein Handy holen. Währenddessen logge ich mich um. Account wechseln. Abstimmen.
abstimmen, zustimmen. So, dann müssen wir kurz warten, bis Steam aufgeht. So, und so. Jetzt wird Counter-Strike ein bisschen lauter sein. So. Counter-Strike. Ich schalte mal sicherheitshalber den Sound von meinem CSGO aus. Das könnte jetzt nämlich ultra laut werden. Ich drehe mal ein bisschen leiser. Fast 1500 Stunden auf dem Account. Und weg. Das regt leicht auf. Leicht. Von Overwatch für schuldig befunden. Schwerwiegender Verstoß. Stimmt nicht, weil ich nichts gemacht habe. Aber dann können wir hier mal ganz kurz mein Inventar durchgehen, weil ich das ja vorher zeigen wollte. Hier die Glock 18 Border Elemental. Dann hier die AK-47 Case Hardened in Stat Rack. AWP natürlich, dann hier die Masterpiece, Messer, die Kumicha Dragon, ja, leider weg. Und ja, was soll ich tun? Monatliches Abonnement, erkunden Sie alle Statistiken, aha. Ja. Sieht man hier eigentlich, wann ich zuletzt gespielt habe? Nee, leider nicht. Also wann ich ausgeschlossen wurde. Wäre jetzt interessant gewesen. Aber naja, wäre lustig, wenn ich jetzt spielen könnte. Einfach mal so. Einfach mal alles raus, so wie gerade eben. Und dann einfach mal auf los. Ja. Leider von Overwatch ausgeschlossen, ohne dass ich irgendwas gemacht hätte, was dafür sorgt. Ja, was soll ich machen? Außer versuchen, den Steam, das quasi den Counter-Strike Support immer wieder anzuschreiben. Ich habe den jetzt auch geschrieben hier. Da habe ich geschrieben: Still banned, I can't understand why you want to fuck your community up. I have so much videos on my YouTube channel. They prove I don't cheat. I have many money invested and still I am banned. Ich weiß, mein Englisch ist scheiße. Ask yourself why I should cheat with so many hours, so many money. Are you not thankful for my long support and that I still want to play with my account after so long time of ban? Because some 10 years old kids think I cheat and yeah, 10-year-old kids. Steam does not have an age proof. You can insert anything, even it is not true. You don't need much to see Overwatch. I think you should only give Overwatch the legendary eagle and higher, cause they know how a cheater looks like. Just unban me and show me and my viewers that you can see your mistakes and make it better. Daraufhin bekommt man natürlich eine Standardantwort mit: Ja, hallo, vielen Dank fürs
informieren bezüglich deines Overwatch-Bands. Und ja, wir werden das weiterleiten, die werden das lesen, aber nicht antworten. Und das wird in 14 Tagen gelöscht. Ja, und in 14 Tagen starte ich dann quasi ein neues. Dann heißt es wieder hier Counter-Strike, Support. Ich habe einen VRC-Ausschluss erhalten. Ich möchte weitere Informationen angeben. So, und dann komme ich hier hin. Ja, und das mache ich jetzt schon, seit ich gebannt bin, auf Ewigkeiten. Und wie man sieht, bin ich natürlich nicht entbannt. Ja, 1800 Tage voller Scheiße. Ja. Der Account wäre halt echt super für Counter-Strike, weil es ist halt es ist mein Main-Account. Ich habe hier unglaublich viele Spiele, ich habe unglaublich viele Stunden in Counter-Strike, man sieht's. Ich habe viele Errungenschaften, ich habe Skins, ich habe viel Geld investiert in den Account und das finde ich halt echt scheiße. Naja, aber was will man machen? Gut, das ist jetzt aber auch lang genug, das Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch bei einem anderen Video oder eventuell beim nächsten Counter-Strike-Video wieder ein. Ciao. Ich habe mir auch zwei Kisten geholt, weil ich noch 5 € auf dem Account über hatte. Und das ist einmal das Stockholm Souvenir-Package, das ich jetzt direkt aufmache und eine Gewarnzone mache ich mit einem Match auf, in der Hoffnung, dass ich natürlich die AWP ziehe. So, Behälter öffnen. Was gibt's hier? Nichts Schönes. Weiß gar nicht, warum ich die Scheiße gekauft habe. Aha. Okay. Jetzt gib mir wenigstens als Entschädigung eine AWP. Natürlich nicht. Die Drecks-SG bekomme ich.